Hallo und grüß dich, Christine hier von abgestempelt.net. Ich begrüße dich zu einem neuen Video. Wir schließen die Woche ab mit der Eulenpost. Wir haben jetzt etliche Sachen gebastelt. Natürlich wäre mir noch einiges mehr eingefallen dazu, aber wie gesagt, die Zeit ist ja sehr begrenzt. Ich möchte jetzt in diesem Video nochmal einen Rundumschlag geben, was für Produkte du dir aussuchen kannst, damit du dir dieses Gratis-Stempelset aussuchen kannst, was du damit kombinieren kannst, noch andere Bastelanreize etc. dazu geben. Fangen wir mal an mit den Basics im Sinne von jemand, der schon eine Stanz- und Prägemaschine hat. Und da rede ich jetzt eigentlich hauptsächlich von der großen. Auch da gibt es ja beim Einsteigerangebot dieses super Angebot von wegen 129 Euro zahlen, 230 Euro Produkte aussuchen. Und da kommt sowas halt dann gelegen. Basics mit PEP. Ein absolutes Must-Have. Man hat eben verschiedene Kreise und Rechtecke oder Vierecke, auf denen man die Eulchen draufstempeln kann, die man hinterlegen kann, tolle Effektkarten damit machen kann, genauso wie die bestickten Rechtecke haben wir ja auch ganz viel verwendet. Dann habe ich wie immer die Anhängerstanzen. Da lassen sich eben nicht nur Anhängerchen damit machen, sondern auch einfach Aufleger für Karten, lagenweise Kreise für Drehkarten. Da zeige ich euch nachher nochmal ein Projekt. Auch das wäre eine Alternative zu den Rechtecken. Das sind die beschwingt bestickt. Also die hier nichts ausstanzen, sondern einfach nur in ein Rechteck, das ihr vorher zurechtschneiden müsst, so eine kleine Naht reinstanzen. Oder diese Büttenrandrechtecke, wo das eher so einen ausgefransten oder used Look kriegt. Finde ich auch ganz lustig eigentlich mit den Eulchen. Dann natürlich die Mini-Versandtasche. Haben wir ja erst noch ein Kärtchen mit gebastelt, wo man eben auch so eine Mini-Versandtasche mit drauf machen kann mit diesem Einsteckfach oder diese gewellten Konturen, wo man eben auch nochmal verschiedene Rechtecke rausstanzen kann mit gewellten Mustern außen oder dieser Bordüre, die man mit reinmachen kann. Ansonsten empfehle ich gerne noch die Blätterstanze, fand ich auch ganz passend zur Eule, mit diesem Blatthintergrund, den man damit einstanzen kann. Oder natürlich aus dem neuen Mini-Katalog die Buchstaben. Auch da kann man dann größere oder kleinere Projekte machen, die zu den Eulchen passen würden. Dann haben wir Prägeformen. Habe ich ja schon gesagt, ein Must-Have, das mit dem Notenblatt, was halt passend zum Geburtstag wäre. Die Holzstruktur, eben weil die Eulen im Wald wohnen. Genauso wie die Hybridprägeform Jahresringe, die wir ja auch benutzt haben. Auch das ist nochmal so ein rustikaler Look. Auch die könnte man als Anhängerchen nehmen. Oder hier habe ich jetzt noch die 3D-Prägeform Farn. Auch der ist ja im Wald und würde somit auch zu den Eulen passen. Kombinieren kann man jetzt das Stempelset natürlich mit allem Möglichen. Wir haben ja jetzt hier das gut gezwitscherte Stempelset genommen, um eben diesen Zweig mit den Blättern und den Blüten hier zu werkeln. Da gibt es auch eine Handstanze mit dazu. Dann hatten wir das Party Puffins Stempelset, weil man da eben dieses Törtchen und die Kerzen damit kombinieren kann mit dieser Geburtstagseule. Oder man guckt nach einem Stempelset, wo Sachen drin sind, die man den Eulen in die Hand geben kann, wie eben unseren Briefumschlag, den wir benutzt haben von dem Full of Love Stempelset. Eine andere Möglichkeit wäre es, zum Beispiel dieses Stempelgrüße-Set zu nehmen und damit Hintergründe zu gestalten in verschiedenen oder mit einer Farbe kann man ja mehrere Töne erzeugen, also Farbtöne erzeugen durch Abstempeln etc. Da könnte man eben mit diesem Stempelset schön Hintergründe gestalten, einfach so einen Spruch mit drüber und die Eule dann mit einem Kreis oder einfach so direkt draufsetzen.
zu der Eule möchte ich noch sagen, die habe ich jetzt mal hier. Ich habe ja, wir benutzen meistens ja nur diese Standard-Blends, also die wir halt so im normalen Farbsortiment mit drin haben. Man vergisst aber immer ganz leicht die Blends, die es in Farbtönen oder in Hautfarben gibt. Und die sind im Jahreskatalog aufgelistet, hier auf Seite 128. Und ich finde, die sind eben nicht nur dafür geeignet, um Hauttöne zu gestalten, sondern auch eben Tierchen, die braun sein sollen. Das habe ich jetzt hier mit 3, 4 verschiedenen braunen Tönen. Also das ist dieses gesamte Sortiment in verschiedenen Haut- und Brauntönen. Und dann habe ich einfach gedacht, man kann ja mit den Farbaufhellern noch ein bisschen rumspielen und habe einfach so ein paar Highlights mit diesem Farbaufheller da drauf gemacht, indem ich da einfach diese Punkte drauf gemalt habe. Der Farbaufheller hält das eben so gut auf, wenn man da ein paar Mal drauf punktet, dass das schön zu sehen ist. Natürlich kann man auch mit den Aquarellstiften kolorieren. Da haben wir ja auch zweierlei Sortimente im Set. Da bräuchte man dann, wenn man es mit Wasser malen möchte, natürlich Stay-Zone-Tinte, weil wir es vorhin von den Hintergründen hatten. Die kann man eben toll mit unseren Blending-Pinseln malen. Da haben wir ja jetzt große und kleine im Sortiment. Genauso wie mit den Fingerschwämmchen. Hier habe ich meine ganze Box. Da kann man auch immer schön Hintergründe gestalten oder eben Sachen noch ein bisschen aufpeppen. Und dann habe ich natürlich noch ein paar Papiere, die ich empfehle. Das ist wieder dieses fröhlicher Wald. Auch dieses, genau dieses Motiv. Ich blende euch das Designerpapier einfach ein. Könnte man schön benutzen, um hier die Eule rumfliegen zu lassen. Und da sind eben auch andere Motive noch drin oder Designs an Papieren mit drin, wo die Eule dazu passt. Genauso wie dieses fröhliche Musterpapier, das eben zu allem passt und sich kombinieren lässt. Die Karten haben wir ja jetzt alle schon gewerkelt. Komm mal ein bisschen höher hier. 5 Stück. Und natürlich, wie gesagt, hätte ich noch einen Haufen mehr Ideen, was man damit machen könnte. Aber um euch das ein bisschen einfacher zu machen, mache ich es jetzt einfach mit diesem Video. Und zwar kann man einfach jedes Layout theoretisch kopieren, wo einfach ein Tierchen drin ist. Und jetzt habe ich hier verschiedene Projekte aus der letzten Celebration, die ich mit euch geteilt habe. Mit dem Nilpferd, da hatten wir einmal diese Drehkarte, also wo man dieses Nilpferdchen hier aufgedreht hat, das sich dann dreht, wenn man die Karte aufmacht. Auch das kann man natürlich easy peasy mit den Eulen nachmachen. Genauso wie eine Schüttelkarte, auch das einfach Motiv ersetzen mit der Eule. Die Videos verlinke ich euch einfach alle in der Beschreibung bzw. im Blogbeitrag dann. Dann hatten wir ja diese Kullerkarte. Auch das könnte man mit der Eule nachmachen. Natürlich jetzt hier nicht mit Wasserhintergrund, sondern eben mit einem Waldhintergrund. Wir hätten ja auch noch von dem Vogel aus dem Mini-Katalog, aus dem Winterkatalog, die Espen. Ich blende euch das Standenset ein. Da sind nämlich so Birkenhintergründe drin. Und auch da könnte man bestimmt auch irgendwie damit noch eine Slider-Card basteln. Auch so eine Easy-Peasy-Karte, wie einfach alle drei Eulchen nebeneinander hinter einem schönen Hintergrund. Auch der Hintergrund war ja einfach nur mit den bestickten Rechtecken ausgestanzt. 2 Papiere, einfach diagonal irgendwie zugeschnitten und umgedreht. Also, dass man halt 2 Hintergründe oder 2 Seiten des Papiers zeigen kann. Auch so eine einfache Karte wie die hier würde funktionieren mit den Eulen. Einfach hier den Hintergrund ganz normal stempeln, dann den Pergamentkreis quasi als Highlight
oder für das Highlight-Motiv verwenden, das dann kolorieren und schön knallbunt in Szene setzen. Dann habe ich hier noch eine andere Karte mit dem Eichhörnchen. Auch das könnte man einfach natürlich umdeichseln. Hier haben wir die lagenweise Kreise. Auch wieder dieses 3D-Holzstruktur, Prägeform und Designerpapier. Eben da könnte man dieses fröhliche Ball zum Beispiel nehmen. Oder bei dieser Karte, da haben wir ja diese Stanzformen benutzt, die diese Kreise reinmachen. Auch da könnte man einfach die kleinen Eulchen durchfliegen lassen. Ich habe die ja hier nicht doll festgeklebt. Ne? Also da könnte man jetzt einfach ein paar von diesen Eulen da rausfliegen lassen oder ein paar von diesen Briefkuvert noch reinlegen oder Zweige hier durchstecken. Da ist jede Menge Gestaltungsfreiraum geboten. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen, ein paar weitere Inspirationen zum Basteln mit dem Stempelset zu finden, genauso wie Anregungen zu finden, damit ihr euch das Stempelset gönnen könnt oder halt was, wenn ihr es sowieso hinbekommt, ohne große Überlegungen, was ihr damit so miteinander kombinieren könnt. Und wer noch gar nichts hat, guckt sich einfach mal nochmal mein Video an oder meinen Blogbeitrag zu den 12 Must-Haves, die man auf jeden Fall am Anfang haben sollte, um Karten zu basteln. Und in diesem Sinne beenden wir die Eulenpost-Serie. Bestellungen werden angenommen bis um 12 Uhr. Dann kriegt ihr die Make-and-Takes zu den Projekten, die wir diese Woche gewerkelt haben. Also das ganze Papier, die Verzierungen, es ist alles vorgeprägt, vorgestanzt, sobald man, also solange man natürlich nicht nur irgendwas stempeln muss, wie hier zum Beispiel die Zweige, das kann ich euch natürlich nicht geben. Aber alles andere ist dann mit dabei, wenn ihr bei 40 Euro aufwärts über mich bestellt mit meinem Gastgebercode. Und dann gucken wir uns nächste Woche die filigranen Blumen an. Das ist auch ein neues Stempelset aus dem Mini-Katalog. Weil Blumen einfach immer gehen. Hat so einen ähnlichen Touch wie die Wiesenruhe. Sehr elegant, finde ich, gehalten. Und da gibt es eben auch in der Broschüre ein wunderschönes Designerpapier dazu, was man sich, wenn man das hier bestellen würde, alleine schon sich dafür aussuchen könnte. Damit befassen wir uns dann ab Montag. In diesem Sinne, wenn dir das Video getaugt hat, Daumen hoch da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, ciao, Pfirdi, deine Christine.